Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FN 2018, also noch 18. So lange ist es nicht mehr, bis zum neuen Spiel. Herzlich willkommen zum großen Preis von Japan an diesem Samstagmittag, also Nachmittag sind wir mittlerweile 14 Uhr oder so kurz nach, keine Ahnung. Ja, das Qualifying steht an. Geht's heute endlich los wieder. Jetzt geht's um die Wurst. Wie werden wir qualifizieren? Und wie wird sich unser ärgster, noch ärgster WM-Rivale Kimi Räikkönen qualifizieren? Wie gesagt, nochmal ein kleines Rechenbeispiel. Gewinnen wir hier das Rennen und Kimi wird Sechster. Dann holt er nur 8 Punkte. Das würde dann zum WM-Titel reichen. Wir müssen 16 WM-Punkte mehr holen in diesem Rennen, als er, um das Ding unter Dach und Fach zu bringen. Darauf verlassen, dass er heute diesmal patzt oder extrem patzt. Wollen wir es natürlich nicht. Also gehen wir noch nicht davon aus, dass wir es diesmal schaffen. Wir werden aber unser Bestes tun, um natürlich hier auch in Japan die Pole zu holen. Ja, der vierte Platz in Russland tut natürlich ein bisschen weh. Jetzt auf jeden Fall, um wenn wir wirklich diesmal hier den WM-Titel verpassen sollten. Aber wir haben ja danach noch einige andere Möglichkeiten. Jetzt aber erstmal der Teaser zum Qualifikationstraining an diesem Willkommen Samstag. In Japan. Wir sind in einem Vergnügungspark, ein Riesenrad, eine Achterbahn und eine der besten Rennstrecken der Welt. Das heutige Qualifying sollte jeden Augenblick beginnen. Für welche Einstellung werden sich die Fahrer entscheiden? Die Strecke hat eine ordentliche Anzahl anspruchsvoller Kurven. Geht es nur darum, die optimale Balance beim Fahrverhalten zu finden? Man braucht einen vernünftig eingestellten Wagen, um hier gut abzuschneiden. Man muss das Beste aus den mittelschnellen und schnellen Kurven herausholen. Das geht nur mit dem richtigen Maß an Abtrieb. Aber dadurch wird der Wagen auf den Geraden langsamer. Es ist nicht leicht, da die Balance zu finden. Genau so ist es. So. Ja, da es morgen leider regnen wird, werden wir natürlich heute einsetzen müssen. Wir müssen auf jeden Fall hier einen ordentlichen Schub nach vorne ziehen. Wir brauchen gar nicht ins Rennen zu wechseln. So, genau, was wollte ich eigentlich gemacht haben? Ah ja, die Reifen auswählen und vor allem das Setup mal einbauen. Japan! So it's in your mind. If you have us make a setup change and you don't like the feel, don't hesitate to come back and undo it. You can save any setups that you like from the tablet, or you can always use one of the presets the team has built from our simulation data. Everyone ready? Okay, let's go. Oh, eigentlich war das nicht der Plan. Wir wollten eigentlich nicht rausfahren direkt. Naja, müssen wir was machen, was halt so. Hat ja auch ein bisschen damit was zu tun. Auf geht's. So, nochmal eine kleine Anmerkung. Ich habe es im letzten Part auch schon gesagt, zum Anfang. Ich habe eine neue Samstagsliga, beziehungsweise bin in einer neuen Samstagsliga tätig. Die ist gestern, mehr als gestern, am Dienstag gegründet worden. Wir suchen Händering noch Fahrer für die Samstagsliga. Wie gesagt, 19 Uhr Start, 100% Rennen, volles Qualifying. Eieiei. Ja, schaffen wir, versuchen wir das Rennen voll zu bekommen. Also wie gesagt, heute Abend wollen wir auf jeden Fall starten. Müssten eigentlich nur Leute haben. So, aber wir wollen natürlich hier auch klar. Ja, wait, jetzt muss ich rausgehen. Also wie gesagt, für den Fall, dass ihr Bock habt und sagt, ey, ich finde deine Videos extrem cool und ja, ich würde gerne mal gegen dich fahren. Oder ich hätte Bock auf Ligabetrieb und alles. Absolut kein Problem. Schreibt einfach meine Facebook-Seite an, die findet ihr oben in der Verlinkung drin. Und dort einfach eine PN schreiben. Im Idealfall schreibt ihr mir eure Handynummer dabei, dann setze ich euch sofort in die Gruppen rein. Dann stellt ihr euch einfach kurz vor. Und dann poste ich euch den Anmeldungslink und alles drum und dran. Und dann könnt ihr euch noch eine von den Stand jetzt, also die Folge kommt ja samstags raus. Kann sein, sogar schon voll ist. Wenn ich jetzt schon am Mittwoch am Aufnehmen bin. Einfach vier Fahrzeuge aussuchen. Ein Mercedes ist noch frei, ein Harz ist noch frei, ein Voss India und ein Sauber sind noch frei. Alles andere ist leider schon mittlerweile belegt. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt und alles drum und dran, meldet euch. Solltet mindestens 16 Jahre alt sein, fair sein, also nicht nur auf der Strecke, auch neben der Strecke, also auch im Umgang mit den anderen Leuten, dann solltet ihr auf jeden Fall und ja, fair sein. Zuverlässig vor allen Dingen auch. Also ist ja kein Problem, wenn ihr euch sagt, ey, ich kann heute nicht, ich habe keine Ahnung. Geburtstag von der Oma oder so. Null Problemo. Wie gesagt, meldet, da könnt ihr euch auch noch mal abmelden. Wichtig ist, dass ihr eine Anmeldefrist habt. Wir haben eine Anmeldefrist. Die geht bis Freitag Mitternacht.
Bis dahin müssen wir wissen, ob ihr dabei seid oder nicht. Wir haben keine Lust, euch hinterher zu rennen. Solltet ihr so auf euch nicht an- und abmelden, müssen wir euch leider bitten, die Liga wieder zu verlassen. Das wollen wir natürlich nicht. Also wie gesagt, Hilfe. Dann wieder kein Problem, meldet euch an. Ansonsten seid ihr im Idealfall immer gerne dabei. Ja, je nachdem. Uiuiui. Ich muss jetzt natürlich auch wieder ein bisschen auf... Oh, Alter. Da sitzt gerade einer hinter mir. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Kimi Westside, 37,7. Das ist ein Renault hinter mir. Ich konzentriere mich jetzt gerade mal ein bisschen auf meine Qualifying-Runde. Weil die 37 ist gar nicht mal so schlecht von ihm. Ja. Genau, wir werden nur mit einem Random-Rennkalender starten. Die Regeln müssen wir noch festlegen. Werden wir auf jeden Fall deutlich noch... weil vom Rennstand wisst ihr das auf jeden Fall auch. Die müssen mittlerweile wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, feststehen. Das hätte weit nicht gereicht. So, ich konzentriere mich jetzt gerade noch ein bisschen auf mein Fahren. So. Jetzt sind wir auf Bestzeitkurs. Ist ja egal, wie weit wir lange mit den Reifen fahren und alles drum und dran. Dadurch, dass wir morgen mit Intermediates starten werden. Wir sind momentan auch nur auf C. Das ist natürlich... Richtung WM-Titel ist das natürlich jetzt eine Katastrophe. Wie gesagt, für den Plan, dass wir den hier heute, den morgen klar machen. Wir wollen natürlich, klar. Aber. Also, wie gesagt, schreibe mich gerne per PN an, wegen der Liga und alles drum und dran. Da gebe ich euch die Information einfach per Nachricht durch. Aber zumindest habt ihr mal einen groben Überblick. Reicht nicht. Auf 11! Auf 11 momentan nur! Müsst ihr mal auf jeden Fall noch einen Schub nachsetzen, eine Zeit setzen. Die 32, achso, ja, gut, die 3. Stimmt, die 30-2 ist noch ungültig. Wir müssen jetzt mal die Zeit setzen. Die 30-2 ist, stimmt, die 30-2 ist ungültig. Dann werden diese und nächste Runde. Jetzt. Jetzt müssen jetzt eher in die Garage, weil wir keine Zeit mehr setzen können. So far, our fastest lap is a 1 minute 30.2. Ach, jetzt minimal. Jetzt, es würde reichen, momentan auf 1 zu stehen. Auch im dritten Versuch. Wie gesagt, Kimi momentan auf 5. 4 momentan, Entschuldigung. Einen Platz müsst ihr noch verlieren. Weil ich dem Hamilton zutraue, dass er noch mal eine Zeit sitzen wird.
Wir haben aber noch 8 Minuten, also es ist jetzt gerade ein bisschen Luft. Ich werde mal versuchen, eine Zeit mit einem frischen Satz zu setzen. Ich kann ja, wie gesagt, ich brauche jetzt nur einen Satz. Den Satz kann ich noch verheizen. Und den letzten Satz muss ich auf jeden Fall behalten. Fürs Rennen am morgigen Tag. Am morgigen Sonntag. Vettel Bottas, okay. Es ist immer gut, wenn solange kein Kimi da auftaucht, ist mir das egal. So, kurz die Tür betrifft, das wird schwer. Ich würde sehr schwer werden noch. Da müssen wir nochmal ordentlich arbeiten. So, ich probiere nochmal einen Satz zu machen. Ich zieh mich gerade ein bisschen. Moment. Spätestens wenn ich mich hier im zweiten Satz ziehen, dass ich nochmal eine Zeit setzen werde. Deswegen versuche ich gerade nochmal richtig raus zu meinen Zeiten. Die Runde ist natürlich jetzt gerade nicht ideal. 5 Minuten haben wir noch. Das heißt, ich will nochmal einen Satz, nochmal einen Versuch wagen. Vor mir ist ein Toro Rosso, glaube ich. Das war mir so klar, dass du nur minimal auf den Kopf kommst. Wenn du minimal auf den Kopf kommst, du gehst so fliegen in die direkt. Ja, Thema ist gegessen. Die Wand zieht mich magisch gerade an. Ich habe ja. Naja. Zurück in die Garage, dann ist das Thema gegessen. Car repairs have set us back a little. Noch führen wir. Gute halbe Sekunde. Eine Minute, dann wissen wir mehr. Ich gehe auf den meinen ärgsten Rivalen. Wir werden keinen Versuch mehr setzen können. Weil Kimi ist auf einer Zeit. Auf einer Runde. Auf Outlap. Da wissen wir mehr. Wie gesagt, 1 Minute 20 haben wir noch. Scheiße. Und dann noch 4. Das ist ja gut, wenn der da bleiben würde. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit werden morgen im Rennen.
Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Richter, Bottas und Sebastian Vettel. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Zumindest haben wir unsere Aufgabe gelöst und das war natürlich erstmal den Schritt nach vorne zu machen. Ja, was auf 9 ist natürlich nicht das Ideale, aber Hauptsache wir haben die Pole geholt. Oh, wichtig, das war so wichtig, so wertvoll einfach. Wobei wir ohne die vierte Runde auch die Pole geholt hätten. Ohne den neuen Satz auch noch. Wie gesagt, einen Satz habe ich mir noch übrig gelassen, das war auch bewusst so. Es hat auch keinen Sinn gemacht, die Softreifen zu nutzen. So, weil wir fahren eben im Regen. So. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Das ist wichtig. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play Fans 2018 und dann geht's ins Regenrennen aus Japan. Japan ohne Regen natürlich auch immer eine heikle Sache auf jeden Fall, ob wir das überstehen und alles drüber dran. Und ob wir den WM-Titel tatsächlich morgen schon unter Dach und Fach bringen, das sehen wir, wie gesagt, morgen an dem Rennen um 14 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ansonsten sehen wir uns heute Abend um 20 Uhr in meiner eigenen Liga um 19 Uhr. Mit dem Auftakt aus Belgien. Wir fahren einen Event im Rennkalender. Und wenn ihr noch Bock habt in der Liga, schreibt mir einfach auf meiner Facebook-Seite kurz eine WM. Dann melde ich mich sofort bei euch, sobald es möglich ist. Und dann kann sein, dass ihr vielleicht sogar schon... Ja, wenn du heute Abend sogar schon dabei seid, wenn ihr Bock habt. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich dann auch nächste Woche. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 2018.